Nun demonstriere ich die kundenspezifischen Funktionen von What the Photo. In What the Photo können Kunden in den ihnen zur Verfügung gestellten Lightboxen Fotos bewerten. Sind sie mit den Fotos zufrieden, können sie diese kaufen und nach dem Kauf die Bilder in Originalgröße herunterladen. Ich melde mich nun als Kunde an. Wie wir eben gesehen haben, habe ich dem Kunden Herbert als Agenturmitarbeiter vorhin die Lightbox Demo Lightbox freigegeben. Als Kunde an einem parallelen Rechner hatte ich mich schon für ein paar Fotos entschieden. Hier sehen wir nochmal die Funktion aus Kundensicht. Als Kunde habe ich die Möglichkeit, Fotos zu bewerten. Ich kann diese positiv bewerten oder ablehnen. Ich muss auch keine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung kann ich auch wieder zurücknehmen. Diese Funktion hat zum einen den Zweck, der Agentur mitzuteilen: Liebe Agentur, diese Fotos gefallen mir, das gefällt mir überhaupt nicht, such bitte ein anderes raus. Zum anderen kann ich nun die Lightbox kaufen. Eine gekaufte Lightbox enthält die Fotos, die ich positiv markiert habe. Diese kann ich anschließend herunterladen. Ich bin nun mit der Auswahl zufrieden und kaufe die Lightbox. Dadurch ändert sich die Lightbox in eine geschlossene Lightbox. Nun kann der Inhalt der Lightbox nicht mehr geändert werden. Ich habe allerdings die Möglichkeit, sie wieder zu öffnen, die einzelnen Fotos herunterzuladen in voller Auflösung oder die gesamte Lightbox als ZIP-Datei. Wie alle anderen Benutzer hat auch der Kunde die Möglichkeit, sein Benutzerprofil zu bearbeiten. Und weitere Mitarbeiter anzulegen. Dies sind Kollegen der Firma, die dann ebenfalls Zugriff auf die Lightboxen der Firma haben. Kunden haben, ähnlich wie Fotografen, eine spezielle Lightbox. In dem Panel mit allen Lightboxen enthält sich das Icon gekaufte Fotos. Dahinter verbirgt sich eine Liste mit allen Fotos, die ich gekauft habe. Hier kann ich ebenfalls die Fotos einzeln nochmal herunterladen.